Ich bin zu Gast bei der Christine Aebischer hier in Kreuzlingen in der Schweiz in deinem Atelier. Und ich habe mich gerade eben schon ein bisschen umgeschaut und haben schon ein bisschen gesprochen, habe sehr viele schöne Dinge schon entdeckt. Und darüber möchte ich mich jetzt gern mit dir unterhalten. Ja, gerne. Ja, vielleicht erzähl uns mal kurz so zum Einstieg, was du machst. Du bist freischaffende Künstlerin, also man sieht ja im Hintergrund, glaube ich, schon Bilder von dir. Aber die Bilder sind ja nicht, ja, sagen wir, nicht ganz normale Bilder, sondern die haben ja so ein bisschen Besonderheiten. Ja, ich bin freischaffende Künstlerin. Mein Hauptmedium ist die Malerei. Es sind spezielle Bilder, die ich mache, weil sie haben auch spezielle Energien. Mhm. Die sind vielleicht nicht so offensichtlich sichtbar auf den ersten Blick, weil manchmal sind auch versteckte Sachen drin. Sie sind ganz vielschichtige Bilder. Und es ist immer schön, wenn dann auch Menschen davor stehen und sagen, ah ja, ich sehe jetzt das oder ich sehe das oder ich sehe das. Oder Leute, die selber ein Bild schon besitzen, sagen, ah, heute habe ich wieder was Neues entdeckt. Das, was weniger visuell sichtbar sind, sind die Lichtgoats, die da drin sind, die Healinggoats, die da drin sind, das kosmische Licht, weil ich ja intuitiv arbeite und geführt werde in meiner Malerei. Es hat aber auch Symbole drin, wie da oder da, der Mandalas oder die Blume des Lebens oder freie Energien, die ich verwende, Symbole aus der heiligen Geometrie, die auch sichtbar oder zum Teil unsichtbar verborgen sind. Das heißt aber, du hast es gerade schon angesprochen, du arbeitest da intuitiv oder lässt dich führen. Wie entsteht so ein Bild oder wie kann ich mir sowas vorstellen? Du fängst jetzt vor einer leeren Leinwand. Wie sieht denn der Prozess aus oder was passiert da? Ja. Also ich beginne. Manchmal bin ich inspiriert auch von einem Blatt, das ich auf dem Weg finde. Ich bin immer wieder von Ginkgo-Blättern begleitet, die sind in vielen Bildern. Oder von Blumensträußen, die am Verwelken sind, die nehme ich mit und die motivieren mich irgendwie, diese verwelkenden Blumen nochmals lebendig zu machen auf einem Bild. Also es ist nicht so, dass ich einfach etwas abmale, das geht nicht, es fließt, es kommt. Ich beginne, mache weiter und es fließt. Also wenn ich am Malen bin, dann bin ich am Malen, dann will ich nichts anderes wissen und hören, dann ist meine Türe geschlossen. Und am nächsten Tag schaue ich mir das Bild wieder an. Oder einfach, wenn es stockt, dann gibt es eine Pause, da warte ich, setze ich mich wieder vor das Bild, schaue, vielleicht frage ich, wie geht es weiter, oder ich nehme das von selber wahr. Und dann male ich weiter. Also das betrifft dann quasi alles, Farbauswahl, Motiv. Genau. Lässt dich vollkommen führen und leiten. Genau, ich lasse mich führen und leiten. Ich male so lange an einem Bild, bis ich das Gefühl habe, so, jetzt stimmt's. Es ist einfach mein Gefühl. Ich kann das nicht beschreiben. Und es ist dann, viele Bilder, die sind ja sehr kraftvoll, manchmal auch lebendig. Aber wenn du das Bild anschaust, dann strahlen sie doch eine Harmonie und eine Ruhe aus und viel Kraft. Ja, da werden wir nachher, glaube ich, gleich noch einen Rundgang machen durch dein Atelier, gerne, weil ja. Es hat hier sehr, sehr viele inspirierende Bilder. Ich habe es vorher schon gesagt, das Bild, das man jetzt, glaube ich, im Hintergrund hinter dir sieht, das spricht mich zum Beispiel sehr an, finde ich sehr, sehr kraftvoll, dieses Bild. Ja. Was spricht dich an von diesem Bild? Ich kann es gar nicht genau fassen. Ich finde es einfach, es hat für mich eine wahnsinnige Kraft. Irgendwie geht da starke Energie von diesem Bild aus. Ja. Ja, das ist ja oft so, dass die Leute nicht, sie spüren das. Sie nehmen das wahr, übers Herz oder wie auch immer. Ein Kunde vor vielen, vielen Jahren, das war mein Schlüsselerlebnis, der hat ja gesagt, dieses Bild hilft mir, gesund zu werden. Da wusste ich, es steckt mehr in meinen Bildern als nur Farbe und Bewegung und Formen. Und das hat mich auch motiviert, weiterzumachen und zu vertrauen und mich führen zu lassen. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich diese Fähigkeit habe und dass ich das weitergeben darf. Also durch diese Bestätigung von dem Kunde hast du das erstmal so richtig wahrgenommen, oder? Was da in den Bildern drinsteckt. Ja. Und dann war der ganze Prozess, ja, ich muss jetzt hinstehen und auch sagen, in meinen Bildern
sind besondere Energien, es sind Heilfrequenzen, es sind Heilbilder, sie tun jemandem gut, es sind nicht einfach Wohlfühlbilder, es ist noch ein bisschen mehr. Klar, man kann auch sagen, es ist wie in einer Wohlfühloase hier, sagen viele Leute, die hierher kommen, ah, oh, super, ich fühle mich hier so wohl. Oder eine Frau hat mal gesagt, ich bin 5 Minuten hier, ich war so gestresst und jetzt bin ich total ruhig. Und so, das sind Erlebnisse, die geben mir Kraft, die stärken mich, oder Feedbacks von Kunden oder Kundinnen, die Bilder in ihren Wohnräumen haben und sagen, ah, ich fühle mich so wohl oder ich möchte noch ein Bild. Ja, es ist tatsächlich in dem ganzen Atelier eine angenehme Ruhe irgendwie. Es strahlt wirkliche Ruhe aus. Ja. Ganz, ganz angenehmes Ambiente. Ja. Fühle mich auch sehr wohl hier in dem Raum. Ja. Danke. Ja, ich hatte mal eine Galeristin, die war hier für eine Auswahl und sie hat gesagt, ich habe 80 Ateliers besucht. Das ist der erste Ort, wo ich rausgehe und es geht mir gut. Also einfach zum Sagen, ein Bild ist nicht gleich ein Bild. Die Energie spielt eine große Rolle. Und es ist schön, es sind nicht alle Menschen, die das wahrnehmen, aber viele Menschen und immer mehr nehmen diese Energien wahr. Und sie wertschätzen diese Energien. Aber du sagtest ja vorher auch, man nimmt es auch nicht immer ganz bewusst wahr wahrscheinlich. Ja. Genau. Und merkt aber trotzdem, dass ein bestimmtes Bild anspricht oder dass es einem wahrscheinlich auch gut tut. Ja. Jetzt haben wir gesagt, du malst diese Bilder aus eigenem Antrieb, aus dir heraus. Kann ich denn auch Bild bei dir malen lassen, wenn ich sage, ich habe jetzt einen bestimmten Wunsch, ich möchte was bestimmtes Motiv habe? Das kommt drauf an, also wie konkret das ist. So intuitiv ein Bild zu haben, da gibt es einfach die Seelenbilder. Da verbinde ich mich über die Herzenergie mit diesem Menschen, über ein Foto oder vielleicht zuerst ein Gespräch, wenn es jemand ist, der aus der Nähe ist. Dann kann ich da ein Bild malen, ein Seelenbild. Aber das kommt dann so raus, wie es ist. Einfach die Farben, die dann zu dir gehören. Okay. Solche Bilder bin ich weggekommen, die als Auftrag zu malen, weil die Vorstellung von den Menschen, die sagen, ich möchte das so und so, oder sie sehen ein Bild und sagen, ich möchte das aber ein bisschen anders in den Farben und so, können Sie mir das malen? Und dann, ich habe das schon gemacht, aber es war dann ziemlich schwierig, dass das wirklich passt, weil für mich muss es dann auch stimmig sein für die Kunden oder die Kundinnen. Da ist vermutlich der Verstand vom Kunde irgendwie stärker. Er stellt sich irgendwas Bestimmtes vor oder vielleicht ein ähnliches Bild, das er mal irgendwo gesehen hat. Ja. Und er ist dann nicht so offen genug zum Sagen, ah ja, schön, ich habe es mir anders vorgestellt. Aber vielleicht tut mir das ja auch gut. Vielleicht entspricht das mehr dem, was ich brauche. Ich bin davon abgekommen. Ich sage nicht nein grundsätzlich. Vielleicht mache ich es wieder mal. Was ich sehr konkret machen kann, sind einfach, wenn jemand sagt, ich möchte ein Bild von, sag ich mal, von der Stadt Bern, von diesem und diesem Gebäude, das kann ich malen, wenn ich ein Bild habe. Das geht. Aber das kommt dann weniger aus meinem Herzen. Das ist einfach die Malfähigkeit, die ich dann einsetze. Genau, das ist Handwerk. Kann man gerade so gut ein Foto aufstellen. Wie bist du überhaupt zu der Malerei gekommen? Oder hast du schon immer gemalt? Ich habe immer gerne gemalt, ja. Auch als Kind schon? Auch als Kind schon, ja. Was ich nicht wusste, mit dem Zirkel habe ich immer gerne gearbeitet, ist ja die heilige Geometrie, die dann ja auch noch vielleicht erwähnt wird mit den platonischen und archimedischen Körpern. Hatte dann natürlich mit Familie und Kindern und so weniger Zeit zum Malen. Bin dann aber nach dem Unfall, also durch einen Schicksalsschlag, Unfall von meinem Mann, bin ich dann wieder zur Malerei gekommen, hatte dann das Gefühl so, ich möchte ein Atelier mieten, einen Raum, wo ich für mich einfach meinen Raum habe ich dann auch sehr schnell gefunden. Damals in Schaffhausen, hatte dort 10 Jahre diesen Raum. Der nächste Schritt war dann, dass ich Wohnen und Atelier zusammen haben wollte, als ich meine Tätigkeit in der Schule ganz aufgehört habe. Hat sich dann 5 Jahre bewährt, aber danach habe ich gemerkt, nein, ich möchte das wieder getrennt haben, weil es war mir zu nahe, wenn da die Menschen durch unsere Wohnung, durch mein Atelier gingen. Somit energetisch hat das nicht immer gestimmt. Dann habe ich geschaut und ja, da bin ich jetzt. Seit 7 Jahren bin ich hier. Diesem wunderschönen Raum, ja. Okay. Ja, ich fühle mich sehr wohl.
ich habe auch genug Platz. Ich habe auch genug Platz für Anlässe. Wo kann man deine Bilder denn besichtigen? Oder? Also es gibt immer wieder Ausstellungen in Galerien. Mhm. Im Moment ein bisschen weniger. Ich bin auch bei der Kunst Thurgau dabei. Mhm. Das ist eine Künstlervereinigung hier vom Thurgau. Da gibt es Ausstellungen. Das sind immer weniger, also ist vielleicht ein Bild oder ich mache jetzt was Spezielles für einen Raum, eine Installation. Aber meine Bilder am liebsten hier kann man die besichtigen. Auf meiner Webseite sind nur ein paar wenige, weil die Menschen sollen in Kontakt gehen mit dem Bild. Man sieht auf meiner Webseite, was ich mache, aber ich finde... Es ist tatsächlich, umso länger ich hier bin, denke ich, eigentlich ist hier der schönste Ort, um diese Bilder anzuschauen. Ja, genau. Und ich habe ja den Platz dazu. Ja. Es ist wirklich prädestiniert, hier die Leute zu empfangen. Mhm. Und jetzt sind wieder 3 Anlässe noch geplant bis Ende Jahr. Weiter kann ich im Moment nicht planen. Kunst mit Genuss, mit einer anderen guten Frau zusammen, die auch sehr aktiv ist. Mhm. Aber im anderen Bereich, wir ergänzen uns total gut. Und das kommt gut. Das ist Ende September, Ende Oktober und Anfang Dezember ein Anlass. Kunst mit Genuss hört sich nach Essen an. Kunst mit Genuss, genau. Sie macht die Häppchen, sie macht das auch mit Farben. Sie gestaltet auf ihre Art und Weise. Ich habe da den Raum zur Verfügung und wir haben sehr jetzt schön. Das in der Kürze kreiert und okay. Es kommt gut. Sehr schön. Sehr stimmig. Sehr schön. Lohnt sich sicher, vorbeizuschauen. Ja, genau. Ist auf meiner Webseite dann auch sichtbar. Ja. Und du hast jetzt gerade noch vorher ganz kurz ein anderes Thema angesprochen. Platonische Körper, archimedische Körper. Ist für dich, glaube ich, auch ein neueres Thema, oder? Mhm. Ja, die platonischen Körper, damit beschäftige ich mich schon längere Zeit. Mhm. Ein bisschen länger, ja. Davon gibt es 5 Stück. Mhm. Die sind bekannt, darüber gibt es auch Literatur von der Jeanne Ruland oder von der Gudrun Ferenc vor allem. Die haben sehr viel damit gemacht. Die faszinieren mich schon länger. Die habe ich jetzt als Mobile zum Aufhängen gemacht. Die haben mich fasziniert. Und letztes Jahr bin ich jetzt noch auf die archimedischen Körper gestoßen. Davon gibt es 13. Das sind Abwandlungen von den platonischen Körpern. Die sind aber energetisch viel hochschwingender. Die sind auch von der, soll ich sagen, vom Körper oder von der Fläche her noch etwas komplexer. Ja. Mit dem Eindruck, ja. Viel schwieriger. Ja. Ich habe die am Anfang auch aus Karton gemacht. Mhm. Habe ich gemerkt, nein, das geht nicht. Da brauche ich sehr, sehr viel Zeit. Und ich habe jetzt jemanden, der mir die aus Holz herstellt. Und ich mache die Bemalung. Das ist dann großer Aufwand auch noch, weil das kann auch sehr individuell gewünscht werden, wie die dann aussehen. Es gibt sie in klein und es gibt sie auch groß. Du hast mir gesagt, die werden auch für Therapie eingesetzt, die platonische Körper oder archimedische Körper. Also Menschen, die dann therapeutisch damit arbeiten. Ja, es gibt Menschen, die haben einen im Therapieraum zum Energetisieren. Andere, die haben das Set und brauchen sie einfach intuitiv unter der Liege oder auf dem Körper, je nachdem. Ich weiß das. Ich habe das selber noch nicht erlebt. Okay. Aber auf jeden Fall, wenn jemand damit arbeiten möchte, ist er bei dir beim richtigen Ansprechpartner. Genau. Und vor allem, man kann sie bei mir auch erwerben. Genau. Man kann sie auch bei mir kaufen. Weil sie sind noch nicht bekannt. Es gibt kaum Literatur darüber. Es gibt zwar Beschreibungen, wie sie zusammengesetzt sind, aber die genaueren Beschreibungen, was sie für Energien beinhalten, sie sind den Monaten zugeordnet und. Da sind wir jetzt dran. Vielleicht entsteht dann auch noch irgendwann ein Buch oder Literatur oder ein Verzeichnis. Ja, wunderbar. Ich bin jetzt erst an einem kleinen Flyer, wo diese 13 aufgeführt sind. Wir dürfen jetzt in die Welt gehen. Jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir genügend Spannung erzeugt. Gerne. Dann machen wir jetzt mal einen kleinen Rundgang und schauen uns ein paar Sachen an. Sehr gerne. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen mal mit dem Bild an, das, was mich so angesprochen hat hier. Vielleicht kannst du mal kurz was zu der Technik erzählen, wie du die Bilder malst. Es ist ja, glaube ich, Acryl, hast du gesagt. Ja, ich male hauptsächlich mit Acryl, weil die Pigmentierung von Acryl ist heutzutage sehr, sehr gut. Auch die Geruchsemission ist natürlich im Vergleich zu Öl auch viel angenehmer. Es trocknet viel schneller. Ich arbeite ja in vielen Schichten. Was aber oft auch kommt in diesen vielen Schichten, sind dann nicht
nur das mit dem Pinsel oder mit Stiften. Ich brauche ganz verschiedene Werkzeuge, auch intuitiv. Die Blume des Lebens sieht man hier. Es kommt alles intuitiv. Und dann ist hier noch, das ist Gold, Blattgold. Richtiges Gold. Es gibt auch solche, die haben einfach mit Gold Stiften arbeite ich oder schreibe. Ich mache das sehr intuitiv. Ich kann nicht sagen, so oder so oder so, oder es kommt, das ist der Ablauf von einem Bild. Ich weiß nur, ich könnte ein Bild von mir nicht nachmalen. Ha. Das geht nicht. Bleibt immer ein Original. Und das, was, ja, du, was da so am Rand als Schriftzeichen erscheint, die würdest du irgendwie jetzt mal so als Schriftzeichen interpretiere, auch das ist intuitiv von dir. Das ist intuitiv, gestaltet. Das ist natürlich energetisch sehr stark. Ob das jetzt lemurianische Symbole sind oder freie Energien, es fließt. Mhm. Ich kann das nicht steuern, es fließt. Also nach wie vor, dieses Bild spricht mich sehr an. Danke, freut mich sehr. Schauen wir mal weiter. Hier haben wir nochmal so ein tolles Tier. Finde ich die Farbe so toll, das Rot ist. Ja, da unten, da sind auch noch, da haben sich, erst am Schluss, das war spannend, ich habe da immer wieder dran gemalt an diesem Bild und am Schluss haben sich da unten vier Gestalten gezeigt. Mhm. Die habe ich tatsächlich auch erst auf den zweiten Blick entdeckt. Mhm. Die sind ja auch nicht so offensichtlich sichtbar, aber wenn man sie wahrnimmt, dann gibt das dem Bild gerade nochmals eine andere Qualität und viel, viel mehr Kraft, weil die bringen da schon noch viel Energie rein. Ja, es ist ein sehr kraftvolles Bild, hat aber auch viel Ruhe und es wartet noch auf seinen Platz. Sehr gut. Findet sicher einen schönen Platz. Ja, es braucht ein bisschen Platz. Auf der anderen Seite haben wir was, ich hatte mal so einen kleinen Schwenk hier drüber. Was ganz anderes, das sind kleinformatigere Bilder. Und die hast du hier so schön kombiniert zu so einer Wand. Und ich habe vorher schon gesagt, das Spannende ist eigentlich, die Bilder haben ja alle ganz eigene Farbe, ganz eigene Formen, haben ja irgendwie, sagen wir auf den ersten Blick, keinen Zusammenhang. Aber trotzdem hat dieses Gesamtbild, wenn man es insgesamt anschaut, ist es sehr harmonisch und irgendwie sehr stimmig. Ja? Also der Unterschied zu den zwei Bildern, die wir vorher gesehen haben, das sind Bilder auf Papier. Vorher, das waren Leinwände. Und die Bilder auf Papier, die sind meistens hinter Glas. Und da ist jetzt ein Plexiglasrahmen. Ich liebe diese Bilder, weil man kann sie in einer Reihe anordnen, man kann sie als Block anordnen, man kann sie einzeln aufhängen. Und es gibt ein Gesamtbild. Wenn jemand da eines auswählt und ich tausche das aus, dann gibt es wieder ein anderes Gesamtbild. Mhm. Es ist ja eine Harmonie. Klar, ich hänge nicht einfach irgendein Bild rein, ich schaue dann schon, dass es für mein Gefühl stimmt. Und ja. Es gibt dann wieder eine Harmonie. Bitte. Die sind auch aus verschiedenen Zeitepochen gemalt, weil eben manchmal gehen sie schneller weg, manchmal bleiben sie da. Mhm. Bis sie ihren richtigen Platz finden. Genau, bis sie ihren Platz finden. Manchmal warten sie, bis es Zeit ist. Ja, und hier auf der Seite, da kommen wir mal jetzt erstmal zu den platonischen Körpern. Da müssen wir, glaube ich, nach da hinten. Da sind vor allem die platonischen Körper, genau. Die sind aus Karton hergestellt. Von den platonischen Körpern gibt es ja 5 Oktaeder. Mhm. Hexaeder, das ist der Icosaeder mit 20 Flächen. Dann haben wir den Dodekaeder. Das ist unser Herzkristall. Und den Tetraeder, den haben wir auch noch. Das ist noch der Tetraeder. Genau. Und die kann man bei dir ja einzeln oder auch als Set kaufen? Die kann man einzeln kaufen. Mhm. Was man auch machen kann, man kann auch so ein Mobile anfertigen lassen. Weil jeder der platonischen Körper ist ja einem Element zugeordnet, den 5 Elementen. Also man kann da auch auswählen. Viele Leute, die wählen einfach einen aus. Andere, die möchten lieber ein Mobile oder einen einfach zum Aufhängen für in den Raum. Das ist sehr individuell. Die sind aus Karton, die sind auf Papier gemalt. Also da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich meditiere sehr gern
mit den platonischen Körpern, also vor allem mit dem Dodekaeder. Ich lege mir den immer aufs Herzchakra beim Meditieren und finde das sehr, sehr kraftvoll. Ja, ja, weil das ist ja unser Herzkristall, ja. Das Dodekaeder. Ja. Das passt. Und die Fortführung dazu, das sind die archimedische Körper. Ja. Die hatte ich so tatsächlich auch noch nie gesehen oder ja, nicht so wahrgenommen. Die archimedischen Körper, davon gibt es 13. Die sind noch nicht so bekannt. Die bestehen auch aus verschiedenen Flächen, im Gegensatz zu den platonischen Körpern, die immer aus den gleichen Flächen bestehen. Das sind jetzt die kleinen, das ist ein ganzes Set. Auch die kann man individuell bemalen lassen mit Goldschimmer, mit Silberschimmer oder in diesen Farben, in diesen Strahlenfarben, je nachdem, wie es dann gewünscht wird. Mhm. Jeder hat seine eigene Energie, sie sind sehr hochschwingend. Sie sind nämlich 13-dimensional. Das Wissen ist noch nicht bekannt. Es gibt noch keine Literatur darüber. Da dürfen wir jetzt vorangehen. Noch mit einem Bekannten zusammen bin ich jetzt dran, dieses Wissen noch aufzuarbeiten und in die Welt zu bringen. Mhm. Ja, freue mich. Klingt das sehr spannend und sind tatsächlich, ich habe sie vorher ja auch schon in der Hand gehalten, sehr auch sehr kraftvoll. Ja, und es gibt sie ja auch groß. Man kann sie auch einfach in einen Raum stellen, auf einen Sockel oder auf ein Möbel. Auch sehr schön, ja. Und die sind sehr kraftvoll. Die stehen eben auch in Therapieräumen. Gut, jetzt zeige ich unseren Zuschauern noch kurz deinen Arbeitsplatz. Gerne, ja. Der ist sehr hell, sehr schön, hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, das ist so mein Arbeitsplatz. Ich male viel am Tisch. Also die Staffelei ist jetzt gar nicht so wichtig für dich zum Malen? Genau, die Staffelei, die ist da, damit ich die Bilder wieder so sehen kann, dass ich sie nicht immer an die Wand hängen muss. Ja. Ich arbeite manchmal auch am Boden, mache ich auch, je nachdem, wenn es große Werke sind. Es kann sein, dass ich auf der Staffelei male. Aber das ist mal, zeige mir ganz kurz deinen Hauptarbeitsplatz. Ja. Tatsächlich am Tisch, genau. Und dann gucken wir hier gerade nochmal an. Hier steht gerade ein aktuelles Werk. Da bin ich dran, ja. Das weiß ich noch nicht, wie das, wie das dann aussieht, wenn es beendet ist. Ich male an einem Bild, an einem Werk, bis ich so das Gefühl habe, so, jetzt ist es so. Ja. Was für ein Zeitraum kann man sich da vorstellen? Oh, das können Wochen sein. Okay. Auch mehrere Bilder gleichzeitig oder immer nur eines? Meistens habe ich kleinere und ein großes in Arbeit. Früher hatte ich manchmal so ganz viele, aber das so nicht mehr. Also ich konzentriere mich wirklich auf dieses Werk und bleibe da dran, auch mit der Energie. Morgen, wenn ich wieder komme, schaue ich wieder, wie geht es weiter? Und dann male ich, vielleicht sind es nur ein paar Striche, die ich male und dann am nächsten Tag wieder. Einfach bis es für mein Herz, bis es einfach ein harmonisches Ganzes da ist. Wunderbar. Ja, jetzt habe ich sehr viel gesehen, viel Neues erfahren. Ich bedanke mich hier für die Führung und für unser Gespräch.